Ja, moin moin meine One Piece Freunde, heute begrüße ich euch zu einem neuen Video von One Piece Treasure Cruise. Und ja, ich habe mir gedacht, ach komm, kauf's einfach die ganzen Beginner Sets nochmal. Die habe ich mir natürlich schon alle einzeln gekauft, habe dazu auch Videos gemacht. Auf jeden Fall, ja, wurden die vor einer Zeit erneuert und es kam auch noch ein neues Baba Pack dazu, wo man die Möglichkeit hat, richtig aktuelle geile Legenden zu bekommen, unter anderem ganz klar Version 2 Doffy ist da mit drin, Version 2 Ray, Version 2 Fuji und noch viele andere geile. Auf jeden Fall habe ich da auch noch die Möglichkeit, eventuell was Neues zu bekommen. Und ja, ich habe mir einfach gedacht, ach komm, kauf's einfach alle vier Pakete. Also habe ich insgesamt jetzt die Möglichkeit, ja, drei Free Legends zu bekommen und ein Rare Recruit aus dem Strohhut-Batch sozusagen vom Geburtstags-Batch irgendwie. Keine Ahnung, was das jetzt nochmal für einer war. Auf jeden Fall, die mache ich heute mit euch und bin gespannt. Es ist sehr gering, die Wahrscheinlichkeit, dass ich was Neues bekomme, aber sie ist da und deswegen möchte ich sie auch nutzen. So kann ich sagen, ich habe es wenigstens versucht. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen und falls ihr euch die Packs gekauft habt, schreibt auf jeden Fall mal unten in die Kommentare, was ihr so bekommen habt. Ich sag mal, beim ersten Mal, wo ich die Packs gekauft habe, habe ich eigentlich immer Luck gehabt. Ich muss jetzt mal schauen. Ich weiß jetzt nicht, welches Set was ist. Rein theoretisch müsste ich ja reingucken können. Wenn ich skippe jetzt einfach mal das. Okay, das ist das mit den Strohhut-Badge sozusagen. Deswegen fangen wir damit gleich mal an. Wen bräuchte ich denn dann noch? Ich glaube, den Zorro bräuchte ich noch. Ich call jetzt einfach mal einen Chopper. Ich weiß jetzt nicht, welche Charaktere ich da noch brauche, ganz ehrlich. Brook wird's. Brook habe ich auf jeden Fall schon. Schade, schade. Aber naja, immerhin Reap. Oh, der ist Max. Naja, okay. Leider nur 4-Star. So, okay, komm. Instant löschen. Also das Pack ist auf jeden Fall das OP-Pack. Deswegen machen wir das auf jeden Fall als letztes. Das Pack, hier kann ich auch noch was Neues bekommen. Deswegen machen wir das noch nicht. Hier kann ich Save and Loop. Kann ich leider nichts Neues bekommen. Deswegen, komm, zieh mal einfach runter. Schauen einfach mal, was für ein Dupe es wird. Es ist Red, oh mein Gott. Und es wird Barto. Barto auf jeden Fall geil. Zumindest die Six-Star Plus Version kann man sehr, sehr gut mit Version 2 Doffy spielen. Aber wie gesagt, habe ich schon. Und ja. So, wo geht's jetzt weiter? Wir machen oben. Wir fangen oben an. Ich sage euch mal die Charaktere, die ich noch brauche. Und zwar eigentlich brauche ich hier die drei Admiräle brauche ich hier. Also Akainu, Kizaru, Aokiji bräuchte ich noch. Ansonsten habe ich alle. Deswegen die Wahrscheinlichkeit ist da. Wir schauen einfach mal. Komm. Ey Leute, das kann nicht sein. Boys, wenn ich das jemandem erzähle, die lachen mich aus. Dieses Spiel gibt es 100 Jahre. Mittlerweile schon und die Admiräle, wie ich jetzt gerade genannt habe, die gibt es ja auch schon 3 Jahre halb, kann man so sagen. Und ich habe keinen einzigen von diesen Admirälen. Das ist zu krass einfach nur. Und ich bekomme Fuji. Oh. Fuji habe ich übrigens im letzten Zuko, im zweiten Part, habe ich nochmal einen 30er Multi Offscreen gemacht. Und da hatte ich auch nochmal einen Fuji Tor. Also da habe ich jetzt schon 2 mit Fuji Version 2. Hast sogar 3 meiner Box an Dupes jetzt schon rumliegen. So, sollte leider nicht so sein. So, wie sieht es jetzt aus? Okay. Doffy ist natürlich neu. Ray habe ich schon. Fuji habe ich schon. Luki auch schon. Ja, habe ich auch. Joker. Enel wäre neu. Sanji wäre neu. Ansonsten habe ich die eigentlich hier unten auch schon alle, also auch wieder nur eine sehr, sehr geringe Chance, ja, was Neues zu bekommen, aber Enel, ich sag mal Sanji oder Version 2 Doffy wären natürlich richtig sexy, also ich glaube jetzt nicht dran, ich sag jetzt einfach mal ein Lysop, um mir halt so eine richtige Schelle zu geben, aber na komm, schauen einfach mal. Immerhin habe ich die Gems noch
Oh, Grog, Alter. Okay, komplett RIP. Ich bin zerstört worden, würde ich mal dazu sagen, aber ist egal. Ist egal, ich habe es eigentlich gemacht, weil ich so oder so vorhatte, mir wieder ein paar Games zu kaufen. Deswegen habe ich mir halt einfach gesagt, komm, nimmst du diesmal die, die Beginner-Set sozusagen. Kannst du ein Video von machen. Wobei ich sagen muss, Grog, könnte man rein theoretisch auch evolven und Standard lassen. Also es gibt ja noch den Sixstar Plus, der ist halt sozusagen rot und der wäre halt Dex sozusagen. Deswegen könnte man eigentlich so Krokodil aufheben. Muss mal gucken, denke mal, werde ich auch so machen. Da habe ich immerhin noch einen neuen Nutzen, sage ich jetzt mal dazu. Okay, da bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wie gesagt, würde ich mich selber einen Daumen nach oben freuen. Und die nächsten Tage gibt es dann auch mal ein What's in my Box. Weil, ja, Pirate Level 500 plus mittlerweile. Das letzte What's in my Box ist schon Ewigkeiten her. Und ich gehe mal davon aus, das ein oder andere hat sich schon in meiner Box getan. Und was, denke ich mal, auch den ein oder anderen interessiert. Deswegen wird es die nächsten Tage, ein What's in my Box geben, so als kleine Info. Ansonsten, ja, haut's rein und bis zum nächsten Mal.